Hallo Gemeinde, hallo liebe Kirche 62. Mit diesem Video möchte ich uns gerne eine Einladung aussprechen, und zwar die Einladung zu einem spannenden Monat Juni. Denn ich würde gerne im Juni jeden Tag der Woche etwas zu einem Kapitel aus dem Lukas-Evangelium sagen. Wenn ich in den letzten Wochen gepredigt habe, in der CGS, in der K62, dann habe ich immer wieder darauf hingewiesen, dass das doch ein großer Gewinn wäre, wenn man bis zum Jahresende einmal die Evangelien liest. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, wir lernen da drin etwas über Jesus selbst. Und das macht natürlich absolut Sinn, sich damit zu beschäftigen, dass wir Bescheid wissen über unseren Glauben, dass wir Bescheid wissen über die Bibel, über Jesus selbst, was er gesagt hat und was er uns gelehrt hat. Und ich möchte mit diesem Monat Juni, möchte ich uns Tag für Tag anbieten, dass wir ein bisschen mehr verstehen, was wir mit den Evangelien vor uns haben. Ich möchte an der einen oder anderen Stelle auf einzelne Verse eingehen. Ich möchte ein bisschen auf Hintergrundwissen eingehen. Ich möchte ein bisschen Bogen spannen zu Parallelstellen in der Bibel, zum Alten Testament, Neuen Testament. Und ich hoffe, dass das für möglichst viele von uns eine Bereicherung sein wird. Wir starten morgen mit der Einleitung in die Evangelien. Also morgen möchte ich erstmal was ganz Allgemeines sagen zu den Evangelien. Und dann geht es los, immer die Wochentage, montags bis samstags. Diese Woche ist eine halbe Woche. Dann geht es los, montags bis samstags, dass jeden Tag ein Kapitel besprochen wird. Jetzt ist im Lukas-Evangelium, da sind die Kapitel ein bisschen lang. Da kann ich natürlich nicht über alles referieren, da würde ich mehrere Predigten halten, sondern ich picke mir immer so ein paar Sachen raus. Und natürlich könnt ihr mir auch Fragen stellen, könnt mich persönlich anschreiben zu den Kapiteln, könnt bei YouTube was drunter schreiben, so wie das für euch gut ist. Und dann werde ich gucken, dass ich darauf antworten kann. Also ich lade euch dazu herzlich ein. Ich hoffe, dass das für uns ein großer Gewinn ist. Und wenn das ein großer Gewinn ist für viele, hoffe ich, dass ich dann nach dem Sommer vielleicht mal ein biblisches Buch aus dem Alten Testament nehmen kann. Und so Stück für Stück wollen wir uns mehr Bibelwissen aneignen. Also, herzliche Einladung. Ich hoffe, du bist dabei. Für Feedback bin ich dankbar. Also, bis dahin, bis morgen. Gottes Segen. Ciao, ciao.